So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bioshock. Eine kleine Weile her, muss wieder reinkommen. Die Spritze. Wie ging das nochmal? Da. So, destilliertes Wasser. Zigaretten haben nichts gebracht. So, war ich stehen geblieben. Da wird jemand angegriffen. Aber wir gucken Filmchen. Goldene Filmrollen. Du hast eine Folge von Kommentare des Regisseurs freigeschaltet. Spiel sie jetzt ab oder schau sie dir später über das Hauptmenü an. Achtung, Spoiler. Die Kommentare enthalten eine ausführliche Diskussion der Geschichte, einschließlich ihres Endes. Spieler, die Bioshock das erste Mal spielen, sollten zunächst das Spiel zu Ende spielen. Ah, okay. Dann ist es schlauer, glaube ich, die Filmchen am Ende zu schauen, ne? Schuhkarton. Oh. Oh, Rolle. Wie heil ich mich da mal? Ah ja, okay. Boah, ist eine Weile. Ja, ja, so. Da geht voll der Krieg schon los. Und dann sehe ich was. Das hat doch. Ich hoffe, es hat gebracht. Nö. Egal, ist eh weiter oben weg. Pistole. So muss mir hin. Kein Schimmer. Oh, nö. Ich höre schon. Was? Irgendwo so. Scheiße, Kern. Okay. Oh, Hacken. Hacken. Da müssen wir rein. Da geht's raus, ne? Okay, okay. Boah. Gott. So. Nein. Oh. Ja, fast erledigt. Ja. Da. Nice, abgeschlossen. Perfekt, boah. Der Herr sieht alles. Was sind die? Ich habe auch noch einen Riesen gehört. Irgendwo muss ich einer. Rumlaufen! Boah, ich liebe die Dinger. Ja, mach dich fertig. Ey, die Kamera ist so. Ich glaube, die sind einfach am besten. Hacken, hacken, hacken. Weg damit. Guck mal, wir haben 5 Auto-Hacker übrig. Es ist einfach zu hacken, ne? Das ist halt ein Beschiss. Dann eigentlich. Komm. Wie ein Profi. Vielleicht sollte man. So. 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 Noch eins. Ja, mega. Viel zu einfach. So was das. Verbandskasten. Nice. Ich bin ganz klar. Ja, hier läuft einfach destilliertes Wasser. Schraubenschlüssel? Haben wir einen zweiten Schraubenschlüssel gefunden? Keine Ahnung. Okay. Aber er ist irgendwie allein. Man hat kein so Dings mit. Oh, eine Kamera, ja, die Kamera ist lame. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil es in Jesus liebt ihn. Er nimmt Sieg der Kleinen. Pistolenmunition, irgendwie ist Pistolenmunition bei mir immer leer. Immer leer, ja. Okay. So, wir sind ziemlich am Arsch. Ach mal, upgraden. Ja, wir haben aber nichts zum Upgraden, oder? Können wir was upgraden? Magazingröße, nee, besser nicht. Feuergeschwindigkeit. Rückschussverringerung. Oh, das ist super. Momentan nutzen wir die am meisten, also lassen wir das. Aua! Der? Was? Okay, was haben wir noch hier?
Zigaretten, ja, mega. Mega gesund. Einfach immer alles rauchen. Weiß nicht, ob destilliertes Wasser gesammelt. Bringt es was oder ist das. Keine Ahnung. Ich sehe mal nicht sein Leben verschwinden noch Energie, also. Dann sammle ich es mal einfach auf. Okay, so, irgendwas muss es ja bringen. So, Napalm. Schade, Napalm? Doch, ja, lol. Die Batterie, Nägel, was weiß ich für eine Scheiße alles da drin ist. Messingrohr. oh, $4, nice. Geld, mehr Geld. Ich kann mich noch erinnern, es gab ja Instant Capture. Geld, nur 500. Ich brauche einen Automaten. Ich muss Geld ausgeben. Und ich nie. Ich weiß nicht, ob ich Geld zurückgelassen musste. Keine Ahnung. Ich wusste nur, ich habe das Cap einmal erreicht. Noch mehr Gegner. Geil. Und ich kann regelt. Ich wollte ihn boxen, bin aber nicht zu schnell da hingekommen. Der lässt mich in Ruhe, das ist gut. Kriegst du irgendwie trotzdem nicht so. Oh nein. Das ist das Upgrade-Ding, langweilig. Pfeil? Okay, wir fallen im Stuhl den Pfeil, aber kommen wir hier hin. Dahin. Müssen wir hoch? Glaub schon. Oh, ich muss mich absolut nichts mehr erinnern. Und wir waren hier lang gelaufen. Um hier tonnenweise vor euch zu sterben. Ein ganzes Zeug, das wir gehackt haben. Das ist super. Was ist das? Verkaufsautomat. Guck mal. Pistolenmunition. Wir kaufen ein bisschen so, dass es ein wenig voll ist. So, 211 Münzen, geil. Super, die kann ich überhaupt nicht aufheben. Die bringt mir auch einen Scheiß. Tagebuch. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Wenn sie diese Dinge im Bauch haben, wir sind immer noch Kinder. Sie spielen, singen. Endlos lang. Ich habe keine Ahnung mehr, was sie sagt. Ich höre einfach nur überall Alarm. Ich höre einfach überall Alarm. Okay. Hallo. Noch ein Big Dead. Ja, bette mal gegen ihn. Hauen wir ab. Oh mein Gott. Hier überall. So, verzieht euch. Wurfpost kann ich nicht öffnen. Okay, wir mussten hier hin. Okay, okay, aber. Jeder nach Arcadia zurück. Aber wir mussten nur zurückgehen. Wir haben, glaube ich, damals alles erledigt. Wie es aussieht. Und wir ab. Natürlich können Ryans Jungs das Labor vor Hackern schützen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es nicht hacken werden. Pablo Navarro. Helm, inwiefern können Sie denn bitte schützen? Lügner. Ich habe jetzt alles geschützt und die haben uns geholfen und nur die Gegner abgeknallt. So. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Ich höre jetzt Alarm. Dass der Alarm immer losgeht. Yo. Der ist einfach so losgegangen, da war gar keine Camp. Das ist jetzt ein bisschen unfair. Zumindest habe ich keine gesehen. Der ist so schnell losgegangen.
folgen einfach mal dem Pfeil. So. Was ist uns? Ja, das ist uns. Alles schön gehackt. Ein voller Weg, voller Leichen. Ne, das ist unsere Cam. Ey, warum muss immer Alarm da sein? Wenn wir gerade was hören wollten. Gut, ja, ich glaube, er hat noch zu Ende sprechen können. Naja, egal. Egal. War nicht so wichtig. Nur so einen dicken. Okay, ich kann mich erinnern, hier war ja das Mädel drin, das vergiftet wurde oder so. Das ist einer dieser Räume, wo wir jetzt lang müssen. Mir eigentlich ein Rätsel. Was ist mit dem Ding passiert? Doch, da mussten wir. Ja. Jo, wie schnell ist er? Der ist jetzt Beißer? Ich weiß nicht. Jetzt. Oh, Tagebuch. Ich töte seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Becky. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Die Bäume wieder zum Leben erwecken, das ist schon mal cool. Hey, aber... Okay. War das alles, was wir hier machen mussten? Ausautomat. Antipersonenmist. Was weiß ich. Ja, gut. Irgendwas. Ah! Genau, das Ziel. Setze den Nahtungsvektor ein. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht überzeugt dich das hier. Ryan hat Luft gerochen. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten läufst du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, dir die Splicer vom Leib zu halten. Ja, ich frag mich, ich konnte ja irgendwie die Munition doch noch wechseln, oder? Ah! Ihre Maustaste, okay. Ah, das. Ich muss mal ein bisschen mehr mit diesem Dinger spielen. Wie mit unserem Fähigkeits-Dingsbums. Wir haben einen Dicken hier, der lässt uns aber in Ruhe. Auf was wartest du, mein Junge? Ryan's Typen sind unterwegs! Versiegle den Eingang zum Labor! Ich hab dir ein kleines Notfallpaket mit der Robots geschickt. Ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. Okay, Labor. Hast du die Tür geschlossen? Gut. Das ist der Robots. Ah, cool. Auto-Hacker. Kontakten. Voll geil. Ich habe ziemlich viel. Und jetzt gehe, okay. Hey, warte, wir mussten doch da lang, oder nicht? Müssen wir warten, bis da alles. Ich muss ja nichts aktivieren, oder? Zigaretten, nö. So. War das alles? Ja, anscheinend sind die hinter uns. Und meine Maschinen, die ich gehackt habe, haben alles umgehört. Was zum?
Pakete, was weiß ich, ich check gar nicht. So. Ich mach Maschinen hier. Oh, oh. Den wollte ich nicht umbringen. Das war mega doof. Nein, nein, drücken! Alter, ich bin am Arsch. Himmel nochmal, wie lange dauert es, diesen verdammten Vektor zum Laufen zu bringen? Ich hab gleich nichts mehr zu heilen. Weg mit euch. Kommen die nicht mehr raus oder was? Okay, geil. Gottes Willen, was hier für ein Krieg los? Was? Du hast schon fast die halbe Strecke geschafft. Drück auf die Tube. Mit Ryans verstümmelten Missgeburten ist nicht gut Kirschen essen. Okay. Alkohol, scheiße. Nein, die halbe Strecke. Wir haben fast nichts mehr zum Healen. Den Scheiß kann ich nicht aussammeln, geil. Zum Glück haben wir ziemlich viele Maschinen auf unserer Reihe. Alter, noch 2 Minuten. Shit. Alter, war einfach wie jetzt. Ach, was? Die Position war schlecht gewählt, glaube ich. Okay, Munition aufsammeln. Oh, oh nein. Was war das? Ist der Wecker fertig? Auf was wartest du? Drück den verdammten Schalter! Ja, ich drück! Raus hier! Stich! Oh, jetzt können wir das mit holen. Nein, das wollte ich. Und dann lauf rüber nach Rolling Hills und mach die Taubkugel klar. Oh. Die nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Gottes Willen. Zeit für unsere Sache. Nein! Der beschissene Feuerschmeißer, Werfer, Dings. Was? Lol. Ja, schon ein bisschen. Lol. Wir verpuppen einfach vor mir und das war's. Jo, ich könnte ein paar gebrauchen, Gott sei Dank. Nicht. Nur Schaumflintenmuni. Komm, ich baue auch noch welche. Dolen kann ich verkaufen. Jo. So, irgendwas ist das Geld mal endlich gut. Hallo. Die einen auf den Nerven. Die sind ja überall hier weg. Okay, das war's. Einfach abhauen. Was? Klar. Überlebt einfach 3 Schrotflintenmuni. Hätten Autohacker gehabt.
Muss die echt verschwinden. Damit ich ein paar aufsammeln kann oder neue kaufen kann, was weiß ich. Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Ja, ja. Finde dein Gift. Warte, wo müssen wir hin? Oder... ist mir da? Wir schwimmen einfach. Mal gucken. So. Ich kann Reparatur fast nicht wiedererkennen. Oh, Rapture, Trigger. Kann es nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf den Apollo Square eingekesselt haben. Speichervorgang läuft. Nicht ausschalten. Rapture. Godfrog. Du bist fast da. Die Taubkugel, die dich zu Ryan bringt, ist da vorne. Okay. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, der ist wirklich ein totaler Psychopath. Zocken. Alles klar. So, ich würde aber jetzt sagen, wir sehen uns erst in der nächsten Folge. Ciao, ciao.